Ja, mijn naam is Bianca Litscher en ik ben illustratorin van beruf. Beziehungsweise ik heb grafiek gelernt en heb mich selbstständig gemacht vor 5,5 Jahren. Konkret sind wir hier in Luzern an der Mayhofstrasse 101. Wir sind hier in einem Gemeinschaftsatelier über 3 Stöcke verteilt mit 12 Leuten, die professionell arbeiten. Wir sind ein Gemisch von primär Illustratoren und Filmemachern. Wir haben alles zur Verfügung, was es braucht. Eine kleine Werkstätte und einfach von mir aus gesehen natürlich auch gute Leute. Das ist mir jetzt wichtig, auch den Austausch zu haben, weil es eben auch Illustratoren sind, die verschiedene Techniken haben. Also wenn man mich etwas besser kennt, ich habe vor meiner grafischen Ausbildung auch viel mit Graffiti am Hut gehabt und eigentlich recht lang, bevor ich überhaupt eine Ausbildung angefangen habe, schon gemalt und Aufträge entgegengenommen und habe dann irgendwann mal gefunden, ja, mal etwas recht zu machen. Ich habe mich dann auch damals für den Vorkurs interessiert in Luzern, bin aber zweimal nicht reingekommen, hat man nicht wollen, bis ich es dann in Zürich probiert habe. Das hat dann funktioniert, aber nur um sich vorzustellen, das sind natürlich dann gerade etwa 2 Jahre, wo ein Lücken entstanden ist. Und dort bin ich voll in das Hip-Hop-Ding reingekommen und eben mit Graffiti und so Rap-Geschichten. Und das hat super funktioniert. Wir haben damals noch ein Magazin gemacht. Also ich war in dem Sinn beschäftigt gewesen. Und dann irgendwann relativ spät, mit 24, habe ich dann die Ausbildung schlussendlich gemacht. Ich bin recht stark eine Dienstleistungsillustratorin. Das heisst, es kommen die Kunden aus allen Bereichen kommen zu mir. Und also alles, was man irgendwie zeichnen kann, ist man bei mir schon mal primär an der richtigen Adresse. Wenn es mich dann interessiert, finde ich das lässig, auf das einzugehen. Vor allem, wenn es etwas ist, was ich noch nicht gemacht habe, finde ich es umso spannender, das dann zu machen. Das heisst, ich mache viel für Magazine. Also ich habe jetzt eine Kolumne als Auftrag beim Playboy, die ich jeden Monat mache. Ich habe viel für die Weltwoche noch mal gemacht, aber auch andere Magazine. Und dann habe ich auch viele Storyboards gemacht, aber dann auch Wandgestaltungen. Gerade momentan bin ich auch wieder im grafischen Bereich Logos, CIs am machen und ganze konzeptionelle Arbeiten, also Innendekoration. Also es ist wirklich recht querbeet. Jobs, wo ich mit dem Kompi arbeite, auch aus dem Grafischen heraus hat sich das so entwickelt, dass ich auch auf digitaler Basis illustriere mit meinem Grafiktableau. Und nach einer gewissen Zeit, nach so ein paar Jahren, habe ich einfach gemerkt, dass mir das alles, was du mit den Händen machst und mal reingreifen, ein bisschen rumrotzen, das hat mir dann schon angefangen. Und dann habe ich einfach mal aus einer Intuition gefunden, komm, das ist schon mal ein bisschen mit Beton und ein bisschen habe ich das angefangen, ganz normal, so einen Mikrokurs. Und das ist jetzt auch schon mittlerweile 2,5 Jahre und es hat sich zu einem sehr intensiven Hobby von mir entwickelt, weil mir das total Spass macht. Und das ist wirklich so eine ganz eigene Welt, in der ich jetzt abgetaucht bin. Ich finde es faszinierend, mit diesen Glasuren zu probieren oder jetzt auch mit den 3 Scheiben natürlich. Mir geht es nicht so um Perfektion, es ist einfach etwas, das mit der Zeit kommt. Für mich ist es einfach das absolute Experimentierfeld. Darum sind eh alles Einzelstücke, alles, was in einen seriellen Charakter kommen würde. Das wäre mir viel zu nahe wieder an meinem Beruf. Da ist wirklich nicht müssen, nur wählen, schauen, was passiert und pure Spassfaktoren. Was bei mir so ein bisschen der Fall ist, alles was Routine ist, wird mir schnell langweilig. Das heisst, mein bevorzugter Werkzeug ist immer gerade das, was wieder eine Abwechslung gibt. Sei es dann auch mit der Spraydose mal wieder etwas zu machen, ein Bild, oder dann halt mit Acryl, mal Aquarell, auch das Bleistift in die Hand zu nehmen. Dann wieder mit verschiedenen Pinselspitzen, Tusche-Dinger auszuprobieren. Also die Abwechslung ist für mich das Entscheidende. Ich habe so viele Ideen, aber manchmal weiss ich gar nicht, wo anfangen. Und wenn ein Kunde mit einer Idee kommt und einem Auftrag, dann ist wieder der Rahmen schon gesteckt.
Da kann ich mich wirklich ins Detail fokussieren. Es ist für mich vom Arbeitsprozess, liebe ich das, wenn ich zuerst mal alles an Informationen zusammensammeln kann und danach wie die Essenz daraus herauskristallisieren, um wirklich so auf den Punkt zu kommen, was der Kunde will. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass ich dann menschlich sehr nöch bin und das wirklich, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber einfach von der Empathie her, kann rausfiltern und rausspüren, was der wirklich möchte. Und das kann manchmal etwas sein, das zuerst gar nicht zu mir gekommen ist, sondern wenn ich dann merke, ah, du willst doch eigentlich auf das raus und dann alles glücklich und gut. Das ist auch das, was mich auch schon jemand gefragt hat, ja, jetzt nennst du dich Suki Bamboo Individual Illustration. Also warum denn das Individual? Und das ist eigentlich genau das, was das umschreibt. Weil ich es eigentlich immer gerne spezifisch auf das, was zu mir kommt, anpasse. Also das ergibt dann auch einen Stil, das gibt einen gewissen Look, wie das dann aussieht. Form, es ist nicht so, dass ich wiederum an anderen sehr schätze, die so ganz stringente, klare Linien haben, wo man wirklich schon von 100 Metern sieht, ja, das ist von dem, das ist von diesem. Und das hat so seinen Weg. Mir ist alles so breit gestreut, genau aus dem Grund, weil es sich immer wieder anpasst auf den Menschen, der zu mir kommt. Und solange ich dort eine Verbindung spüre, mag ich das eben, mich auf das einlassen und etwas Neues kreieren, das ich selber so vielleicht nie gemacht habe, aber das dann am Ende genau zu etwas führt, wo der Kunde und mich gleichermaßen happy macht. Ich bin halt auch so ein Mensch. Ich kann so durch die Welt gehen und sehe immer, wo irgendwelche Wände oder irgendwelche Pflanzen oder Bäume, sehe ich so Gesichter und so Sachen. Und da bin ich schon wieder in einem Film inspiriert. Es kann auch teilweise wirklich nur Farben am Himmel sein. Oder? Da bin ich schon irgendwie inspiriert. Oder ich schaue einen Menschen an, der sagt mir etwas und da habe ich schon das Gefühl, ich sehe etwas Schönes. Also ich bin eh so jemand, ich sehe eigentlich immer etwas Schönes in der Sache. Also sei es eine lebendige Sache in einem Menschen oder ein Tier oder einfach nur die Natur an sich. Und das gibt mir extrem viel. Also früher schon als Kind immer hatte ich eigentlich ein weißes Blatt Papier gehabt. Und dann hat man mich, wenn man mich von außen betrachtet hat, ich konnte eine Stunde lang vor dem Papier so höckeln. Aber von meinem geistigen Auge ist schon lange der Film abgelaufen. Ich konnte eigentlich an meinen Comic schauen, wie er da in den Zeichentrickfilmen abläuft. Und irgendwann bist du so an ein Bild gekommen, das gestimmt hat. Und dann habe ich auch verzeichnet. Das ist so ein bisschen, wie ich ticke. Ja, es kann auch manchmal ein bisschen frustrieren, weil gerade wenn du noch nicht so gut bist, dann, was du siehst, ist natürlich grossartig und fantastisch, wenn du einen tollen Traum gehabt hast. Und dann willst du es so zeichnen, wie du es gerne willst. Das kann dich zur Verzweiflung bringen. Dann bringst du es eh nie so her. Also, es ist auch nochmal so ein Prozess, dann sich selber nicht zu kritisch anzunehmen oder zu verteufeln oder einfach nie zufrieden sein mit dem, was aufs Papier kommt, sondern einfach das eine stehen können und das andere auch als gut befinden. Also, das, ich habe lange gebraucht, um dort mit mir so ein bisschen Frieden zu finden und nicht einfach permanent immer alles schlecht zu finden, was ich da mache. Also bei der Musik, die ich gemacht habe, ich habe viel Text geschrieben. Dann hat mir alle, wenn ich den Beat immer wieder also auf Repeat gelassen habe, hat mir die Musik wie gesagt, was sie will, in Wort gefasst bekommen. Also der Klang an sich hat mir den Text vermittelt. Und so ist, ist das dann gekommen. Und von dort aus habe ich dann mal gemerkt, wenn ich ticke, und zwar, du lebst quasi dein Leben und bist wie so ein Schmetterlingssammler. Also bist so mit deinem Netz, gehst du durchs Leben und was auch immer dort hängen bleibt, das hast du dann einfach da. Und je nachdem, was es für einen Auslöser gibt, irgendein Thema, hast du dann wie dein Material parat, um dort eine Verbindung und eine Verknüpfung zu machen. Und das gibt dann damals in der Musik in Textform und jetzt funktioniere ich eigentlich immer noch so, dass es dann irgendwo ein Bild einfach gibt. Und das ist so etwas, wo ich dann manchmal merke, wenn ich jetzt ein Thema habe, dass es einfach raus muss und dann gebe ich mir dann mal, das ist so eine Regelung, die sich ergeben hat, 1-2 Monate im Jahr, wo ich dann eigentlich nur meine eigenen Projekte mache. Das hat sich jetzt eigentlich immer fortlaufend so ergeben, bis jetzt halt die Keramikgeschichte
hinzugekommen ist seit 2,5 Jahren. Also dort fließt eigentlich alles automatisch in diese Sachen rein. Und da habe ich es eigentlich gern, wenn du einfach ein gutes Thema hast und dann plötzlich sprudelt es so und dann merkst, dann kommt wieder all das Zeug aus dem Netz und fließt dann irgendwo rein. Und dann bist du auch froh, wenn der Teich wieder leer ist, kannst mal ausschnaufen und dann kann sich dann wieder ansammeln. Und so der Wechselprozess. Weil so eigene Projekte natürlich auch immer dich selber fordern, deinen Stil weiterzuentwickeln. Also damit ich selber etwas lerne, brauche ich auch eigene Projekte. Wenn nachher ein Dienstleister, also wenn ein Auftrag kommt, dann kann ich das, was ich gelernt habe, anwenden. Es ist nicht so viel Spielraum, um wirklich etwas auszuprobieren oder weiterzukommen. Ja, also Folter ist für mich natürlich, wenn ich etwas zugesagt habe. Weil das ist für mich so und so. Wenn ich etwas zugesagt habe, dann ziehe ich es auch durch. Und da kommt zum Beispiel das Telefon am Freitag. Und du bist irgendwo im Auto und gar nicht so richtig da. Und du kannst nicht bis am Montag etwas machen. Wir brauchen es unbedingt. Das tut schon mal mein Helfersyndrom forcieren. Plus, ich kenne die Person. Das heisst, also das Persönliche. Ja, ich mache dir gerne einen Gefallen. Und dann habe ich schon Ja gesagt aus diesem Prinzip, ohne dass ich genau weiss, um was das geht. Und dann kommt irgendein, auf gut Deutsch, Scheissdreck hinterher und dann hang ich. Das sind für mich Höllenqualen. Weil ich habe es versprochen, also ich halte meine Versprechen, da kommt aber etwas, das mir gar nicht passt und dann muss ich es halt durchziehen. So. Also, ich kann jetzt leider nicht sagen, was es genau ist, sonst würde ich irgendjemanden massiv beleidigen, aber ich glaube, das Prinzip kann jeder verstehen, nachvollziehen. Und das schaue ich, dass ich das alle tunlichst vermeide. Also, meines Fehler wird man schlau. Ich frage jetzt immer zuerst, um was das geht, bevor sie zusagen, weil, ja. Das ist jetzt so eine Lieblingsarbeit. Ich habe meistens so Arbeiten, die manchmal gar nicht so geplant sind. Zum Beispiel, also da gibt es jetzt auch eine Story zu dem, das Faultier hätte ursprünglich mal sollen ein Kerzenständer werden sollen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, als die zwei Stränge aneinander waren, es sieht aus wie ein Vögelchen. Ich habe gefunden, es könnte eigentlich ein Tier sein. Dann habe ich zuerst gedacht, es könnte eigentlich ein Eisbär sein, bis ich dann gemerkt habe, auf diesen vier schmalen Beinen steht der Eisbär nie. Also ich müsste es mal umdrehen. Voilà, es hat sich dann zu einem Faultier entwickelt. Und das ist irgendwie schön, wenn so unerwartet etwas geht und wenn ich schon merke, dass ich etwas sehe, was mich zum Schmunzeln bringt. Also irgendwo so ein Funke springt bei einer Arbeit. Das ist dann wie so, klar ist es von dir, aber es kommt wie auch zu dir. Und das habe ich dann wahnsinnig gegeben. Das ist manchmal so ein Geschenk, so eine Überraschung, was es geht. Und das sind so Sachen, die irgendwo am Herzen liegen. Es liegt mir fern, ob bewusst oder unbewusst, irgendetwas zu kopieren. Das macht einfach keinen Spass. Das ist sowieso, wenn das der Vorsatz ist, das ist am Anfang der Entwicklung sicher gut, mal ein bisschen machen wie der oder wie die, um dann so ein bisschen zu schauen, ja, was ist davon eigentlich, was bin ich und was möchte ich aus dem machen. Aber irgendwann leist das ab. Dann ist es wirklich so ein Selbstläufer. Weil ich bin auch jemand, der sehr gerne auch die Arbeiten von anderen Leuten anschaut. Ich liebe es, zum Beispiel meine kleine Michelle Gassaramona-Sammlung von den Plakaten. Ich mag sehr gerne die Arbeiten von Benjamin Güdel oder von den Black Yards. Also, da kommt aber auch das Menschliche noch dazu. Also, es sind einfach Leute, die ich gerne habe. Ich finde die Arbeit toll, die sie machen. Und dann kann man sich auch mal austauschen über das, was ich sehr gerne. Damals mit der Graffiti-Zeit. Sich mal mit einem Teil, mit einem Lumet, mit einem Toaster so auszutauschen, das habe ich super gefunden. Also so habe ich es gerne, wenn auch eine Berührung stattfindet. Das geht zwar auch, also als Comiczeichner hat mich der Möbius sehr inspiriert. Sonst mag ich sehr gut auch die freie Kunst, was dort so abgeht. Also Leute, die Sachen machen, die ich sicher nicht mache. Das Letzte, was ich gesehen habe, war die Ausstellung im Schaulager von Steve McQueen. Grossartig habe ich das gefunden und das gibt mir auch extrem viel. Da ist ein gewisses Verständnis dann auch kommen, zu sehen, wie jemand arbeitet. Damien Hirst Ausstellung oder Gerhard Richter, grossartig. Müsste ich selber ja nie machen. Müsste ich nie in die Richtung gehen, aber ich merke einfach, da
Da ist einfach so vieles, was mir gefällt. Ich kann dann auch einfach nur Zuschauer sein oder Gast und Besucher und einfach auch wahnsinnig Freude haben, mich berühren lassen von der Arbeit von anderen Leuten. Das ist mir schon auch wichtig. Zu der Zeit, als ich eben noch gesprayt und gemalt habe, dann war es lässig, dass ich an eine Wand gehen und zusammen auch mal ein Konzeptwändchen machen und sich aufteilen. Das funktioniert relativ gut. Ich finde halt jetzt gerade die Illustration, wenn man nicht gerade Blackyard ist, wo dann wirklich wo dann quasi vier Paar Handpaar kommen und zusammen ein super Plakat machen, ist das in meiner Geschichte ein bisschen schwierig. Das ist wirklich mein Ding. Guckt mich ein bisschen schwer, es sei denn, es ist ein anderes Metier. Jemand, der einen Text schreibt, kann ich das Bild dazu machen. Aber jetzt mit Illustratoren zusammen an einem Werk, schwierig. Ja, es gibt Leute, die natürlich im Team zusammenarbeiten. Ich habe einen guten Freund von mir, der Magic One, der ist in Düsseldorf, der Oli. Mit ihm habe ich zum Beispiel zusammen an der Volvo Art Session dazu mal gearbeitet, also wir haben das Projekt zusammen durchgezogen. Weil wir sind uns rein menschlich und von der Art her und wie wir auch die Sachen machen, also die künstlerische Ebene sind wir uns sehr nahe. Das ist wirklich wie so ein Glücksfall, wenn sich da zwei finden, die eine Art Seelenverwandtschaft haben, in sich selber ausdrücken und auch in der Art und das Material her, das wir verwenden. Und mit ihm ist das genial gelaufen. Er ist so ein mein Malpaar. Das war grossartig. Das ist wirklich ineinander reingeflossen. Also für die Art Session haben wir uns aufgeteilt in Schwarz und Weiß. Er war schwarz, klar. Ich weiß sowieso. Bianca hat passt. Und dann haben wir angefangen, er die Schwarzfläche, nicht die Weißfläche aufzubauen. Und dann hat es sich dann so wie ineinander reingetädelt oder geflossen. Oder mal friedlich, mal ein bisschen aggressiv. Sind wir mit Schwarz auf Weiß drüber und mit Weiß auf Schwarz drüber. Und so hat sich dann alles, das ganze Bild so verdichtet. Und am Schluss haben wir die Weihnachtskugeln schwarz angemalt, mit Farbe gefüllt und einfach die Farbbomben an die Wand geschmissen. Also pures Vergnügen. Wenn du deine eigenen Projekte hast und deinen eigenen Ausdruck hast, finde ich es extrem wichtig, auch die Selbstsicherheit zu haben, die Sicherheit in sich selber zu finden. Es ist dann wie, gerade so ein bisschen links und rechts zuzumachen und eben sich nicht wackelig, wahnsinnig machen durch Kritik von außen. Also es tut dich total schwächen. Aber in einem Prozess, wenn du anfängst, mit Leuten zusammenzuarbeiten und natürlich auch einen Auftrag annimmst, ist eigentlich genau das Entscheidende, mit einer Kritik umzugehen. Kritik in dem Sinn, dass man sie so sieht, dass da nicht nur du selber, sondern mehrere Leute mit dem gleichen Ziel vor Augen, mit dem Bestmöglichen, das sie haben, zu dem Ergebnis, zum besten Ergebnis kommen wollen, wo möglich ist. Und so habe ich angefangen, Kritik zu schätzen und auch die Erfahrung auch gemacht, dass das nur, also das Ergebnis macht es nur besser. Ich habe jetzt keinen konkreten Plan. Ich verfolge einfach die Sachen, die wir jetzt schon am Machen sind. Das Einzige, was noch ansteht, stimmt. Das ist nämlich auch noch so ein Ding. Das ist tatsächlich etwas, wo ich mir selber wie so das Rüebli vor dem Esel nehme, das vorwärts geht, ist das Kinderbuch zu schreiben. Also einerseits schreiben und dann auch zu illustrieren. An dem bin ich dran. Es wird gut. Es wird schön.